So, wir haben gleich die 500. Noch ein paar Mal hin und her hier und dann... Jetzt ist wieder die Produktion. Achso, weil wieder kein Dings dabei war. Ja, das ist scheiße. Ach, wisst ihr was? Wir machen es anders. Bevor wir jetzt ja noch länger tüdeln. Kommen wir hier so ganz rüber. Ne, da ist die Brücke wieder eins zu kurz. Das heißt, wir müssen wieder so eine komische Umleitungskonstruktion hier bauen. Die ein bisschen wild aussieht, aber es geht halt nicht anders. So, und das gleiche dann hier hinten genauso. Eine Brücke kann nicht über ein Gleissignal errichtet werden. So, das kann man einfach so hintereinander wegmachen. Ja, da passt wirklich kein Signal mehr rein. Naja, ist das halt so. So, was geht denn hier so rum? Jetzt wird nochmal hier richtig eskaliert. Ich glaube, Zweier reicht, ne? So, wie lang ist das jetzt hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 3. Ach so, war Mist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Ich brauche für 7 und das nimmt 2 weg, das heißt 9. Das heißt, hier passen, glaube ich, 3 hin, ne? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, zack, 1, 2, 3, zack, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, er macht einfach so jetzt hier, zack, 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 so. Jetzt natürlich hier Arbeitermangel. Oh, warte mal, doch, der Zug, der hat doch so viel mitgenommen. Und von denen brauchen sie 180. Warum haben wir denn hier so viele... Ach so, weil das noch die alten sind. Stimmt, warte mal, die können wir doch auch kürzer jetzt machen. Dann müssen die nicht mehr so sinnlos 400 Sachen, Tüten, Leute mitnehmen. So, 180 normale Arbeiter. Ach so, nee, das ist der Handwerkszug. 484. Oh, der muss noch länger werden. Ich glaube, das funktioniert erstmal nicht. Ach, warte mal, wir könnten aber... So, zum Zugdepot bringen. Wir brauchen 180 normale Arbeiter. Hier waren 400 drin, glaube ich, ne? Irgendwie wäre es schön, wenn man auch mal sehen könnte, wie viele Leute hier drin sind. Na gut, egal. Hä, das sind doch auch Arbeiter. Normale hier. Hä? Und der hier? Habe ich ja zwei Züge, die mit Arbeitern hier langfahren? 11 Züge. Das sind sogar... Hä, was sind das für eine Route hier? 31 und 43. Guck mal, das ist der hier. So, ins Zugdepot. Halt ins Zugdepot bringen. So, bei dem reichen ja. Was hatte ich gesagt? Entschuldigung, wenn ich schon wieder nachgucken muss. 180. Ja, da muss ich den dran lassen.
So, bestimmte Person Arbeiter. So, es nimmt er nämlich nur das mit, was er soll. Ganz einfach. Und habe ich für die anderen wirklich zwei Züge? Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Das ist, den haben wir gerade umgerüstet, die 31. Warum ist denn der jetzt nochmal? Mit 320 Arbeitern? Oder habe ich zwei genommen, weil die Strecke so lang ist? Ich verstehe das gar nicht. Ich habe vier Züge. So, das ist der, den haben wir gerade eingekürzt. Den nenne ich mir gleich mal so um, damit das auch eindeutig ist. Damit wir auch wissen, worum es geht. So. Dann habe ich den hier. Der hat aber auch nochmal 320 Arbeiter. Ja, warum? Was habe ich denn da gemacht? Vielleicht, weil die Fahrzeit immer so lang ist? Oder wie? Nee, komm, der wird verkauft. Den brauchen wir nicht mehr. Müssen mal gucken, wie sich das auf die Effizienz auswirkt. So, und dann? Es wäre schön, wenn die Bedienung ein bisschen... So, dann der hier. Der macht die, hat aber jetzt nur 400 drin. Nicht genug Arbeiter. Hier oben schon wieder irgendwelche Arbeitskräftemangel. Moment, wo war ich jetzt stehen geblieben? So. Einmal der hier. Warum habe ich denn den zweimal? Oder sieht das nur so aus? Zug 43. Ah, so. Handwerker. So, dann gibt es noch den hier. Der hat auch 400 mit. Na gut, wenn ich einen wegmache. Das Problem ist, glaube ich, dass der die Zuglänge nicht reicht, ne? Aber ich könnte ja, wenn... Wie viel brauchen die? 484? Könnte ich nicht einfach zwei Züge nehmen, die jeweils, ich sag mal, 260 mitnehmen? Zugdepot. Gucken wir mal, ob das geht. So, das ist 400. So, verkaufen 160, 320, 280. 240 ist dann aber zu wenig. Na gut, da kriegt der eine einfach einen Wagen mehr. Passt das so nicht genug Treibstoff? Haben wir wieder irgendwelche Züge? Der will ins Sägewerk. Hä? Das ist ein Kohlezug, der. Warum fährt der hier so eine Runde? Das ist ja auch lustig. Hä, da ist. Ach, das ist einfach bloß so ein Kohlezubringer, der hier sorgen soll, dass die Züge.
hier Kohle kriegen. Nee, Quatsch. Der holt ja die Kohle ab. So, wir haben immer noch nicht genug Arbeit, aber es müsste doch trotzdem jetzt hier mal ordentlich zugehen bei der Produktion. Immerhin 150. Ja, ich glaube, so richtig funktioniert das ja nicht, ne, mit den Zügen, die bloß weniger mitnehmen an Fahrgästen. Weil die jetzt immer hier nicht voll werden. Ja, doch, jedenfalls teilweise. Ach, jetzt hat es so voll gemacht. Okay. So, jetzt geht es ordentlich los. Aber wir brauchen immer noch die 500 für die Brauerei. Ich glaube, das schaffen wir aber hier in der. Der Aufnahme jetzt nicht hier. Produktion hat 150, aber das reicht halt nicht, um das irgendwie dauerhaft hier mal, dass das Lager voll wird. Oder ist einfach das Zeug dann hier leer? Na gut, die kriegen immer ordentlich Nachschub. Kohle ist es auch eigentlich fast schon zu viel da. Aber da geht dann das Lehm wird, reicht nicht. Na, die produzieren auch nicht wirklich viel hier. Wahrscheinlich müsste man. Guck mal, hier hinten sind drei Lehmgruben aufeinander. Die müsste man wahrscheinlich dann etablieren und auch noch hier reinknallen. Aber das ist, glaube ich, was für die nächste Aufnahme, denn Sweet Transit ist jetzt die Aufnahme hier schon vorbei. War noch eine kurze Aufnahme, wie gesagt, um einfach mal so ein bisschen Urlaub abzudecken und dann noch ein paar Tage Puffer zu haben. Ist eigentlich kein Problem, weil Sweet Transit kommt ja nur alle zwei Tage. Da macht das nichts. Und ja, wie gesagt, bei der nächsten Aufnahme müssen wir echt hier die drei Dinger hier ansacken und dann hier hinbringen. Und dann könnte es ja eigentlich übelst losgehen mit dem Ziegelbau, weil da, guck mal, Holz und Steine, das ist in Ordnung. Aber Ziegel, das ist immer noch so ein bisschen das Sorgenkind hier. Ja, dann machen wir in der nächsten Aufnahme weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen bei Sweet Transit. Macht's gut und auf Wiedersehen und tschüss.